Oh, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Ja, ich habe ein paar Einstellungen getroffen aufgrund von Informationen, die man mir zukommen lassen, beziehungsweise mich darauf hingewiesen hat. Das Rollen funktioniert dann jetzt demnach mit meinem Joystick eigentlich in der nächsten Mission und Steuerung sollte sich verbessert haben. Schauen wir mal. Es gibt zu der deutschen Mutter wohl ein Update oder mehrere Updates. Da hat sich einiges getan, das habe ich irgendwie gar nicht geblickt. Daraufhin auch ein Hinweis, danke dafür. Wir sind jetzt hier beim Deutschmod 1.1.0. Ja. Und ja, hier gibt es natürlich einiges, ne? Man könnte ja auch mal eigentlich mal reinschauen hier mal. Piraten. Razor. Achso, das ist wie eine Überschrift hier. Da kann man sich die Flieger alle angucken. Gibt es einen Text dazu? Privatindustrie. Privat? Sollte es nicht Piratindustrie sein? Weil es Piraten sind? Hm. Dominion, Chicago. Naja. Der gute alte Arrow. Hellcat. Die Grafik ist toll, ne? Kann man echt nicht meckern, das ist geil. Aber irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass die Anti-Aliasing gerade gar nicht wirkt. Da ist so ein bisschen Kante da oben am Flügel. Kantige Kanten. Kann noch mal in den Nvidia-Grafikkarteneinstellungen bei mir fummeln, ob da noch was rauszuholen ist. Werde ich gleich mal schauen, werde ich hier noch mal pausieren. Flottenbasis. Black Main System, ja? Die Black Main Basis, ja, so ungefähr sieht das aus, ne? Lexington Klasse. Yorktown. Eigentlich wäre das ja mehr die Lexington, oder? Die frühere Victory. Drethi. Vectors, ja, kennen wir ja. Schocker-Klasse. Ja. Kamrani, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die sich bei Wing Commander 3 nannten. Rallarat-Klasse. Oh, das war ziemlich gefährlich, das Ding hier. Konnte man schlecht zerstören, so als normaler Pilot. Da erinnere ich mich an eine Mission in Wing Commander 3. Ja. Ja, schaue ich dann mal, ob ich da grafisch noch was raustunen kann. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe da jetzt einfach mal im Nvidia-Menü einfach mal voll Gas gegeben. Und schauen wir mal. Was? Kann sein, dass ich spinne, aber ich meine, das hat irgendwie was gebracht, oder? Anyway, ich würde sagen, ach so, ja, was noch erwähnenswert ist, ich habe hier einfach mal auf Standard klassisch gestellt und Intro jetzt abgeschaltet hier automatisch, wenn es jetzt nicht viel, ne, mein Profil, dass das gleich gestartet wird, dass ich da weitermache hier, wo ich aufgehört habe quasi.
wohl. Da gab es ja doch einige Tipps, wo ich darauf hingewiesen wurde. Und ja. Man hat diese Engine von FS2, ich weiß jetzt nicht, wofür das Kürzel steht. Die Engine halt von einem Weltraum-Shooter, die da ja freigegeben wurde. Man hat die für dieses Spiel halt auch nochmal, auch noch gemoddet, quasi, ne? Etwas weiterentwickelt. Insbesondere halt nochmal auch für die Deutsch-Mod, dass das alles funktioniert mit der Übersetzung. Wo natürlich jede Menge Arbeit drin steckt. Und ja, wollen wir dem versuchen, gerecht zu werden und genießen diesen Titel. Möchte ich meinen. Ja, die Schrift sieht jetzt hier toller aus. Das war wohl auch ein Teil mit vom Patch. Ich versuche das jetzt wieder so zu machen, dass man mit Pause drücken das lesen kann. Es ist und bleibt nach wie vor für mich so, dass das einfach ganz schön viel Text ist. Da steckt ganz schön viel Story dahinter, dem ich so in dem Video als Let's Player einfach gar nicht gerecht werden kann. So gerne ich auch möchte, weil ich müsste ja hier, glaube ich, eine Folge füllen, nur wo ich ja immer so einen Text vorlese, oder wüsste ich nicht. Da haben wahrscheinlich die wenigsten dann noch Lust drauf. Dann auch muss ich demnächst mal gucken, da gibt es viele neue Funktionen hier im Vergleich zu den alten Titeln. Zum Beispiel mit dem Glide, dass man halt keinen Sprit mehr verbraucht mit dem Nachbrenner und so weiter. Und ich glaube, in einer Mission muss ich das sogar ganz unbedingt auch benutzen, weil sonst schafft man das nicht. Da gab es auch einen Patch für, da habe ich mir irgendwie meine Datei für mal abgespeichert und da reingelegt, schon vorsichtshalber, weil da war ich einfach zu schlecht, um das normal zu schaffen und so. Und das war aber wohl im Forum eigentlich auch bekannt. Und ja, jetzt sehen wir mal los, ja. Morning, people. If you were not aware, the TCS Kennedy was in the system this morning to replace her combat losses. We have transferred the Hellscream Squadron, the Longbow Bombers, and two escorts over to them. They have moved on and left us with a little conundrum. On their way to the rendezvous, the Kennedy recon fighters detected a strange signal in the far reaches of this system. Wellington's own long-range sensors have also picked up a series of electromagnetic signals in that vicinity. We know something is out there, but can't identify it. With the Hellscream Squadron gone, our junior squadron's proficiency in the Arrow has tagged us as the Wellington's eyes and ears. My flight will fly a scout mission that will bring us to the edge of the Wellington scanner range. The rest of the Diamondbacks, under direct command of Colonel Mitchell, will initiate a long-range cap around the carrier, just in case whatever is out there happens to have hostile intentions. You know what to do, so do it. Dismissed. Okay. So, darf ich Schiffe auswählen? Nein. Ich muss mit dem arbeiten, was ich kriege. Wieso ist eigentlich auf dem ersten Abschnitt hier nichts außer so einem Raster hier? Verstehe ich nicht. Nur der Text da unten. Ja. Oh, er startet von selber. Ah, weil das jetzt hier auf meine Wippe gelegt ist. Ja, Directional Hit in dem Fenster, das bringt's. Das geht ganz gut hier. Nein. F2? Ja. Cockpit konfigurieren. Farbe zu verstellen, finde ich in der Tat gar nicht mal uninteressant. Ich mache das mal tatsächlich auch auf grün, weil das war ja typisch Konföderierte im vierten Teil auch so. Ich glaube beim dritten Teil auch. Ist tatsächlich gar keine schlechte Idee, das möglichst klassisch einzustellen. Gefällt mir auch. Bin ich dabei. Ich
Details. Ja, ist ja alles schon aus vollen Rohren. Wie war das jetzt noch mit diesem Gleiten bei Druck? Drehung bei Druck? Eieieiei. Keine Zuweisung, kann das sein? Ja. Ja. Ich weise mir das mal zu auf. Ja, Joystick oder Tastatur? Das ist jetzt die Frage. Ich leg's mir mal auf den Joystick. In Hoffnung, dass ich mir da nichts verstellt habe dadurch, was anderes. Aber eigentlich nicht. We'll report back to the Wellington and put together a proper strike. This is not a search and destroy mission. Let's get to it, gentlemen. Proceed to the waypoint. Müsste ich mir ja eigentlich den Nachbrenner eigentlich auch ruhig auf den Joystick legen. Vielleicht lässt sich das ja komplett mit dem Joystick spielen. Nachbrenner, da ist er. Machen wir das doch mal daneben. Ja, dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Machen wir mal einen schönen Flug hier. Das ist mir ein Ticken zu lang. Nach wie vor. Und der Vorbeiflugsound fehlt mir irgendwie. Also kann man den Text besser lesen, außerdem mit dem Grün. Das ist cool. Die Jungs haben was entdeckt. Dann düsen wir da halt mal hin und schauen, was jetzt hier gleich los ist. Sehr interessant, dass es hier kein Tiering gibt. Ohne V-Sync. Bisher jedenfalls. Geht das wohl? Let's proceed to the last coordinates we had for the contact. Proceed to next waypoint. Düsen wir hier im Weltraum rum. Alles still. Nur ein Signal mal kurz da gewesen. Wieder wohin fliegen hier? Okay. Machen wir das doch.
station. No one here to greet us. That's weird. I'm still reading the contact. Wait. Oh. The radar contact just vanished off my scope again. I'm getting sick of this wild goose chase. Major, could it be stealth fighters of some sort? Maybe, Sandman. The thing is, fighters normally don't emit electronic signals that big. There it is again. Contact now bearing 90 degrees off our starboard side. The same size. They got to be a capsule. Great. More ghosts. Just what I always wanted. Don't let yourself get confused or frustrated. Our job is to find the location of this bogey. Fly to the next waypoint. Proceed to next waypoint. Oh. Machen wir doch glatt. There's no way I'm betting it will stay. Any second now, we'll fade out and I'll be 100 credits richer. Guys. Hey, what's there to bet on when we both have the same thoughts? It's not fair, man. Guys. Not now, Sandman. We're trying to figure out the bet. There's no bet to figure out. I'm not betting. Freaking con man. Guys, that contact's now breaking into several separate ones. What the? Oh, crap! Forget it! Bandits! Right in front of us! Bearing 0 degrees, -5 degrees. Hier geht irgendwie die Post gleich ab. Oh, es geht auch gut mit dem Gleit. Oh, ich habe ihn abgekriegt, ja. Oh. Kann man mit denen eigentlich nicht mehr kommunizieren hier? So reizen und solche Geschichten? Ich meine, das ging. Auch bei diesem Spiel. So wie bei den alten. Wieso sehe ich die Feinde eigentlich auf dem Radar nicht? Ist das nur, weil die sich anscheinend tarnen so, oder? Rollen funktioniert, das finde ich schon mal cool. Oh. Thank you.
Pain. Sartos? Ist das nicht Vector? Das Spiel rollt mich ein wenig. Aber es ist lustig. Also soll das eine Weiterentwicklung sein von der Vectors vielleicht. Das wird sich vielleicht später zeigen in den... Oh Mann, ich flieg hier wie der letzte Noob. Ja dann, auf geht's. Jetzt geht hier der Krieg los. Aber so richtig. Oh oh. Moment mal, wo ist der nächste Feind? Da. Verdammt. Oh shit. Jetzt auch nicht, ich verkacke hier vollends, weil ich die Raketen schon verschwendet habe. Mache ich denn das mit dem nächsten Gegner da? Irgendwie kommt man doch da was machen, ne? Nächstes vorheriges, nächstes feindliches Schiff. Mit H, okay.
Ich etwa der einzige Flieger hier draußen eben. Da sind wohl einige bei draufgegangen gerade. Das ist natürlich hart. Ja, das ist schick. Dass das hier geht mit dem Rollen jetzt. Ups. So. Things could be better, to say the least. Today was an exercise in Murphy's Law. While we were out chasing ghosts, the Wellington was attacked by squadrons of Kilrathi fighters. The Kilrathi must have been watching us for a while. They attacked us just after we offloaded half our fighter wing. The bastards hit us when we were most vulnerable. We don't have time to give honors to our many comrades who died today. We will attend to that when the crisis is past. For now, we need to work on surviving. We have beaten back the first wave, but sustained heavy damage. Our engines are only able to function at a fraction of their power. With Lieutenant Colonel Mitchell's death, and the losses incurred in the last conflict, all we have left are a trio of combat veterans and a handful of you youngsters, along with the fighters that the techs are working on bringing up to speed. We have 4 arrows and 2 thunderbolts left. That means we don't have enough strength to project our firepower. All of us are needed to provide cover for the Wellington. We are making the best time our engines will allow to the Eddings jump point, trying to retreat toward Westland, the last known position of the Kennedy battle group. It is likely the Kilrathi have other forces in the system, so we can expect them to try to intercept us. Stay alert and ready to fight. Dismissed. Oh. Gibt's hier noch einen dicken Text? Gut, dass mein Kanal schon von mir verifiziert worden ist, weil sonst könnte ich das gar nicht hochladen. Das werden ja hier locker halbe Stunde Parts. Got long-range scanners partially online, only to find that the probable origin of the Kilrathi attack is a lot closer than we'd like. We are detecting at least one unknown contact in the system, but the damage to our sensors and enemy ECM is preventing us from getting an accurate reading on the size, strength, or precise location of the force in question. Unfortunately, if push comes to shove, we have no strike capability to counter a large enemy force as we unloaded our longbows to the Kennedy. We've sent a distress call to any nearby Confed forces, but there's been no response. We can only assume that any other vessels close enough to assist us have either been destroyed or did not receive our distress call through the Kilrathi jamming. With our engines partially repaired, we are still making time to the Eddings jump point. We can't outrun anything in our current condition, but with any luck, we can pursue a course that will allow us to evade the Kilrathi. We will launch all remaining fighters to escort the Wellington out of the system. Alpha will consist of myself and Sandman. Bravo will be Assassin and Ninja. Hubler and Floyd will be Charlie, flying Thunderbolts. Evasion is our best chance for survival, so we will take an indirect route to the jump point. We will escort the Wellington through navs 1, 2, and 3. The jump point out of here is at nav 4.
It is likely that the Kilrathi will have some sort of capital ship at the jump point, so the Thunderbolts should try to save the torpedoes until then. There's no room for error, people. We are a damaged carrier with fewer fighters than a destroyer. We are a very tempting target for the cats. Do all you can to make sure we aren't an easy one. Godspeed. Alles klar. Ja, das dann aber eigentlich beim nächsten Mal. Wie komme ich denn ins Hauptmenü? Wenn ich das Starten drücke, dann lande ich doch in der nächsten Mission, oder nicht? Ich jetzt Escape drücke? Ah, dann halt so. Ja, dann bis zum nächsten Teil.